Hallo liebe Leute, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Counter-Strike Maps für Garry's Mod bekommen könnt und wie man sie installiert. Zuerst müsst ihr auf die Seite cscheaters.era.ee. Da kommt ihr auf diese Seite raus. Ihr landet hier so, könnt Forum hier lesen, interessiert ja keinen. Wir brauchen ja die Dateien. Wir haben Garry's Content. Und die Seite hier geändert. So. Hier, Counter-Strike Search Maps. Gehen auf Content, halt auf Mega, weil das halt am besten mit ist. Maps. Würde ich auch nehmen. Ihr braucht das zwei hier. Und hier halt müsst ihr immer gucken, ob es geupdatet wurde. Es wurde halt Dezember 2013 geupdatet. So, letztes Jahr vor 15 Tagen. Ist ja mal Silvester. So. Die Datei hat 651 Komma noch was MB und hat paar Gigabyte, sind halt paar Sekunden fertig. So, wenn ihr gedownload habt, geht ihr auf Download hier, das und das braucht ihr. Habt ihr die zwei Dateien, Content Add Addon, geht ihr auf Datei entpacken. So, es dauert jetzt ein bisschen und wir haben, könnt euch zeigen, wenn halt, wenn ihr die Counter, ihr könnt die Counter-Strike nicht spielen. Ja, und ich zeig, und hier kann ich euch zeigen, wie es geht. Und jetzt zeige ich euch, wie bei Garry's Mod halt Mod TTT Teen Room. Ja, seht ihr uns hier? Teen Room ist ja die hier. Aber ein paar von euch sehen die auch so. Und hier noch Pink. Sehen halt hier, ja, schlechtes Beispiel, TTT Maps vielleicht? Ja, ich meine Maps. Ja, ich habe einen Schreibfehler, sorry Leute. Die halt, halt übelst verpackt, so ja, so. Sagen so, so verpackt halt. Und das dann durch das Update, halt durch den Patch ist es dann nicht mehr. Sieht die dann die Maps dann mal ordentlich aus. Genau so sieht er vielleicht eine Map dann aus. Das ist eine Counter-Strike Map. Oh. Hä? Okay. Das Bild wurde mir jetzt gedownloadet, wahrscheinlich wollte, egal. Und bei meinem Download ist, wird das noch gemacht hier. Und wir sehen uns gleich. Und das sind wir wieder. Jetzt ist es endlich mal fertig. Wir haben die zwei Dateien. Einmal die hier und einmal die hier. So, hier drin sieht man alle Dateien, die man braucht, und hier auch. Zuerst gehen wir in den Steam Ordner. Auf lokal Datenträger Programm kann man x86 wird zum runter bis zu Steam hier. Dann auf Steam Apps Come on. Hier Garry's Mod, ich habe ein paar mehr Spiele. So, dann hier nochmal Garry's Mod. So, wir wollen erstmal den Map Ordner installieren, halt die Maps einfügen. Und dann geht ihr runter auf Maps. Ich habe schon eingefügt, wie ihr sehen könnt, hier nochmal drauf Graphics und das hier. Und ich könnte einfach nur sagen, so wie hier sind ja dieselben hier unten, außer die. Halt, die sind ja auch das, die sind ja schon standardlich vorgestellt, halt schon andere drin, und die anderen einfach reinziehen, fertig. Wie hier in den Graphics Ordner, die hier einfach hier oben reinziehen und die drei drinnen lassen, einfach so hier, fatsch, ja, fertig. Jetzt hier kann ich nochmal demonstrieren, machen wir weg, so. Ja, ihr könnt, sind dabei und die sind geblieben. So, haben wir schon mal das erledigt. Können wir das löschen. So, haben wir noch die Datei hier. Wenn wir die öffnen, kommen solche Materialmodelle. What the fuck, wo kommt das denn so sagen? Hier gibt es ja drei Downloads. Wir gehen auf den ersten unter Demo. Wir sehen hier, Material. Okay.
Das brauchen wir nicht. Das sind ja die gedownloaded Maps, die man halt in den Seedbonder hier kaufen kann. Hier holen kann. So, Materials. Ah, genau. Die könnte ich einfach wieder STRG und A einfach rüberziehen. So wie jetzt. Oh, so. Ich habe sie alle irgendwo reingezogen. Ich mach mal ab. Das wird euch nicht passieren. So. Wird alles angezogen. So. Das dauert ein bisschen, weil das denn ja sehen könnt. Paar MB. Ja, und das macht ihr halt bei Modelle. Ja, Partner sind noch nicht da. Hier dabei. Einfach nur Püt. Und wo darüber ziehen. Die Modelle, halt die Ordnung, die da sind, halt schon einfügen. Ja, und dann meine Fallzeit zumachen. Die lasse ich schnell durchlaufen. Bis gleich. Und wie ihr sehen könnt, das sind 3946 Dateien. What the fuck? Und jetzt werden die erstmal eingefügt. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Was jetzt? Jetzt löschen, können wir die erstmal wieder löschen, weil es ja zu Spalt bei uns wegnimmt. So. Ja, hat hier noch was schnell schleichen, aber ist mir scheißegal. Ich hab das schon installiert. Ha. So, und jetzt sehen wir uns gleich wieder in Game wieder. Und hallo liebe Leute, hier bin ich, euer Exos, halt euer Arrogant auf einem Server. Wie ihr sehen könnt, ich habe kein Counter-Strike und spiele auf CS Office. What the fuck? Ich spiele Counter-Strike Maps. Sehen könnt, ich habe hier nur Garry's Mod. Guck, hier, Garry's Mod. Ich habe auch keine anderen Spiele. Das kann man jetzt nicht schlecht zu zeigen, aber das hier? Na, geht gerade nicht, aber Webshop. Workshop? Mal gucken, ob ich irgendwo mein Steam-Profil anzeigen kann. Wenn ja, wäre das. Ja, gut, kann suchen hier. Profil ansehen. Da kann ich zeigen, dass ich kein Counter-Strike besitze. Ja, ihr könnt schon ruhig enden, mir ist scheißegal. Ja, guck, Gary ist hier. Kein verschissenes Counter-Strike. Also die Spiele, die ich jetzt selbst gespielt habe, heißt alle Spiele. Kein Counter-Strike. Wenn das so installiert, wie ich das gezeigt habe, dann könnt ihr auch solche Maps spielen. Und ich wünsche euch viel Spaß noch mit diesen Zeug! Yeah!